Also Martin. Aber ja, das ist allgemein auch recht interessant, weil der Avatar kommt ja nicht immer, also er kommt ja nicht dahin, löst irgendeine Aufgabe in dieser Welt, verschwindet wieder und ist am nächsten Tag wieder da, wenn er zurückkehrt, sondern vergehen ja teilweise sehr, sehr lange Epochen und sehr viel verändert sich. Deswegen, wenn er das eine Mal kommt, ist das ein kleines Mädchen, das nächste Mal, wenn er kommt, ist es eine alte Frau. Deswegen ist mit dem Namen halt ein bisschen komisch, aber ja. Ich würde es gerne selber versuchen zu spielen. Hast du eine Flöte? Nein, wir haben nur eine Dingens. Zählt das als Flöte? Hier ist die Flöte. Das ist keine Flöte. Okay, iSnack will eine Flöte haben. Okay, finde eine Flöte und ich bringe den Song bei. Das müssen wir auf jeden Fall aufschreiben. Also... Flöte. Mardin's Song of Wonder. Schreibt mal nochmal auf. Mardin's Song of Wonder. An der richtigen Stelle. So, das war das eine. Das andere war die Kombination. 7. Das ist keine 7. Was ist eine 7? 7. 2, 6. Das ist die Kombination für die Mine. So. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich dieses freie Aufschreiben auf der Karte liebe? Das sollte es in modernen Spielen wesentlich häufiger geben. Und zwar genau so, wie es hier ist. Nicht irgendwie anders, toller, besser, was auch immer, sondern genau so. Aber ja. Da hinten müssten wir das eingeben für die Mine. Da unten ist eine Gruft. Da wollte ich den einen Zauberspruch für haben. Aber vorher sollten wir hier noch zu Ende aufdecken. Also schließen. Kurz einmal die Wände abklappern. Und währenddessen nachdenken, ob ich irgendwo schon mal eine Flöte gesehen habe. Also eine zweite Laute auf jeden Fall. Aber Flöte, ich glaube nicht. Da im Westen geht es noch weiter. Norden. Westen. Und rechts an der Wand halten. Achso, unten noch aufschreiben. Nicht unbedingt da. Hauptpassage im Osten. Geheimtür. So. Das Ding müssen wir noch finden. So, wir gehen nach Westen wie geplant und du bist ein neuer Ghoul. Marrowsack. Wer bist denn du? Ich bin Gerogon. Ich bin Marrowsack der Schneider. Exzellent, ich brauche deine Dienste. Was brauchst du denn? Was hast du in meiner Größe? Ledersachen. Nö, danke. Schreibe ich trotzdem mal ganz kurz auf. Schneider. Vielleicht brauchen wir für irgendwas den Schneider. Also ich hatte zuerst gedacht für den Taper wahrscheinlich. Auch wenn ich immer noch nicht genau weiß, was ein Taper ist. Es könnte ein Talar sein. Also eine zeremonielle... Oh. Da geht's hoch. Oder runter. Sieht hoch aus. Hoch. Wo kommen wir denn da raus? Das gucke ich mir gleich an. Aber ja, es könnte ein Talar sein. Das würde auch passen zu dem ganzen restlichen. Weil man setzt sich ja quasi ein Ausrüstungsset für den Avatar zusammen. Und so ein Wappenrock oder Talar würde da ganz gut reinpassen. In die heilige Krieger. Symbolik. Und Sackgasse. Keine Geheimtür. Okay, dann zurück. Warte mal. Da sieht's komisch aus. Das sind nur die Texturen, ne? Ja, schade. Gut, also zurück und Treppe hoch und gucken, wohin die Treppen nach oben führen.
Schon sehr kurios. Vielleicht kommen wir jetzt so in die Gebiete rein, die vorher nicht zugänglich waren auf der einen Etage. Ich glaube, ich bin schon dran vorbei, oder? Nee, hier. So. Sieht doch ziemlich groß aus. Runter. Ja, okay. Nichts wirklich Neues. Haben wir hier oben irgendwas zu tun, wo wir gerade hier sind? Achso, das waren die Schlüssel, die Schalter für den Ring, die braucht man nicht. Nö, gut, dann halt gleich wieder runter. Oh, warte mal, kommen wir von hier aus zur neuen Rumpelkammer? Da ist Loot, da ist hoch, da ist runter. Nö. Da. Hier geht's zurück. Es gab, glaube ich, nur einen Weg. Da war Marrowsuck. Südlich. Wer hier? Ich habe noch gar nicht markiert, dass... Oh. Ja. Ich glaube, wir sollten hier mal ganz kurz Zauber wechseln. Und zwar alle weg. Levitieren war BK. Wo wir gerade hier sind, was bist du? Du bist Graf. Sankt. Quas Sankt Por. Por. Wir brauchen für den Anti-Untoten-Spruch An Korb Mani. Korb haben wir gebraucht. Ist irgendwas von den neuen Sachen Korb? Nee. Nee. Okay, so viel zu meiner Theorie, dass man immer das findet, was man braucht. Na gut, geradeaus gucken, levitieren, über die Lava levitieren. Gucken wir mal, was hier so ist. Das sieht irre gefährlich aus. Oh, oh, okay. Wo sind wir? Karte sagt... Gold? Loot? Das ist alles da unten gewesen. Hier im Osten ist der Flöter? Ja, ist er. Okay. Das war also vollkommen unnötig. Sehr schön. Warte mal, ich will jetzt nach Westen, dann will ich nach Süden. Also ein ganz, ganz bisschen nach Westen. Und gleich nach Süden. Dann müsste ich hier wieder die Lava kommen. Genau, da will ich hier schlafen. So. Und zwar so lange, bis die Mana... Oh, die ist fast voll, okay. Licht an, nach vorne gucken, schweben. Da waren wir eben gerade hergekommen. Also ich gucke jetzt mal auf die andere Seite. Da hinten ist schon Vorsprung. Mehrere Vorsprünge. So. Und ich glaube, hier ist die Stelle, wo wir geschrieben haben, da geht's weiter. Nö, haben wir nicht. Da hinten war die Stelle. Okay. Aber ich verstehe nicht ganz dieses Lavagebiet. Das muss doch irgendwas bedeuten. Oder ist es einfach nur ein Hindernis? Mehr ist es momentan ja gar nicht. Ist einfach nur da. Kann drum rumlaufen, was auch nicht wirklich schwer ist. Oder halt nicht. Oh, 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 oh. So viel dazu. Wenn das hier ist, dann fällt man nur langsamer. Das heißt, wenn wir in so einem langen Gang sind, der gefüllt ist mit Lava, und dann der Spruch ausgeht, dann... Also wir kriegen keine Warnung, dass der Spruch ausgeht. Wir kriegen nur eine Benachrichtigung, dass wir jetzt langsam fallen in die Lava.
Und langsam fallen heißt nicht unbedingt, dass wir genug Zeit haben, nochmal zu zaubern, sondern einfach nur, dass wir genug Zeit haben, keinen Fallschaden zu bekommen. Aber Fallschaden bekommen wir gar nicht, wir bekommen brennende Lavaschaden. Ja. Also längere Strecken echt nicht mit dem Levitationsding probieren. So, gib mir die Karte. Ich will das hier endlich mal zu Ende ausskizzieren. Ich würde gerne südwestlich von hier. Also hinter diesem Holzklotz. Genau, Vorsicht. Was zur Hölle machst du da? Hast nicht genug Mana, okay. Licht aus, schlafen. Und schlafen nicht rüberrollen. Ah, ist noch da, okay. Ah, ja. Schweb, 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 schweb. Sieht aus wie eine Frau. Was zur Hölle machst du hier? So, runter, runter. Angucken. Eine Magierin namens Judy. Hallo, Judy? Als du näher herankommst, siehst du eine alte Frau, die hochguckt und die Augen zusammenkneift. Sie ist offensichtlich kurzsichtig. Tom, bist du das? Die Hoffnung in ihren Augen stirbt, als sie dein Gesicht sieht. Nein, wir geben nicht vor, jemand anders zu sein. Wir sind der Paladin, wir lügen nicht. Es tut mir leid, ich bin Gerugon. Wer ist Tom? Ach, Tom, er war mein Tommy-Boy. Jetzt ist er weg und ich bin das Einzige, was noch über ist. Ich werde niemals mehr sein Gesicht sehen, diesseits des Paradieses. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Kein bisschen. Ja. Das machst du also hier in einem Lavasee. Du vermisst einen Tommy-Boy. Umringt von Geistern, Ghoulen, Zombies in dem Stygien-Abyss. Okay. Du hast nichts, um dich an ihn zu erinnern? Ich hatte einmal ein Bild, aber es ist verloren. Oh mein Tommy Boy, das hört sich irgendwie nach einem Lied an. Ich glaube, das ist sogar eins. Nun gut, ich werde das Bild finden. Das wäre sehr nett. Blessings upon you. Gut. Wir haben schon komischere Dinge gemacht. Tom, Bild. Ja. Also, wir suchen jetzt das Bild von einem Tommy Boy. Du siehst aggressiv aus. Du bist aggressiv? Ja, bist du. Gott. Oh. Er ist gelb. Komm schon. Oh. Ich will nicht schon wieder meine Rüstung reparieren. Stirb. Komm. So. Du warst hoffentlich nicht Tommy Boy. Mir kommt gerade der Verdacht, dass wir wirklich jede klitzekleine Queste hier machen müssen, um an die ganzen Talismane ranzukommen. Das heißt, wenn ich irgendwo irgendeine Kleinigkeit übersehen habe oder eine Alkoholflasche zum Beispiel trinke, wie die besagte Weinflasche, könnte das ganze Spiel verbuggt sein und nicht abschließbar. Das wäre wirklich nicht schön. Chain Cowl. So, was sagt die Karte? Haben wir das Gebiet jetzt hier endlich aufgedeckt? Ja, haben wir. Das heißt, das ganze Gebiet hier ist nur zu erreichen, wenn man über den Lavasee hier springt. Oder Lavafluss. Gut, also südöstlich und gucken, was hier noch ist. Danach können wir zurück über den Lavafluss
und die anderen Gebiete erforschen. Oh, da kommen wir gar nicht so hoch. Ich probiere mal den Supersprung. Die HJ-Geschichte. HJ. Oh, knapp. HJ. Nö. Dann müssten wir es wieder limitieren. Hallo. Schwung, 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 Schwung. So. Und jetzt wollten wir uns südlich halten. Bei großen Korridor. Oh, was bist du? Erstmal mitten im Dank gucken. Du bist eine magische Schriftrolle. Ah, eine Spitzhacke. Würde ich ja schon ganz gerne mitnehmen. Die wiegt meistens so viel, oder? Ah, 1 Kilo, das geht eigentlich noch. Aber wir hatten ja schon mal vor einer Weile ganz viele Steine gehabt, die ich ganz gerne zerklopfen wollte, aber wir hatten keinen Hammer. Lampenöl. Bö. Ja, warum nicht? Die Laute können wir wohl doch da lassen. Und nur für den Fall einfach mal aufschreiben. Laute. Falls wir irgendwann eine brauchen. Genau, achso. Hier ist also nichts mehr. Das heißt, nur noch da oben ist ein kleines Fitzelchen, ein Gebiet, wo wir noch nicht waren. Das wäre nordöstlich, dem langen Schlauchgang folgend. So. Wenn die Abzweigung kommt, nochmal gucken. Oh, wo kommst du denn her? Treffer. Mace beschädigt, Helm beschädigt. Kaputt. Gold. Werden wir garantiert nicht aufheben. Wir haben viel zu wenig Gewicht. Oh. Du warst etwas, was wir schon mal aufgehoben haben, oder? Sicher nochmal kurz nachgucken. Ja. Angriff gegen Untote haben wir schon. Wir wollen nach Südosten, nach Nordosten, nach Westen. Also, Südosten, Nordosten und Westen. Ein Kraut und Gold. Und hier hätten wir einfach durchgehen können. Ja, also, das ganze Gebiet hier haben wir jetzt einmal abgelaufen. Einzige, was fehlt, ist die Gruft da unten. Das wäre östlich. Und da hatten wir uns nicht hingewagt, weil wir die Rune noch nicht hatten. Aber es war nur eine Theorie von mir, dass wir die Rune brauchen, um dort hinzukommen. Das heißt, wir speichern die jetzt einfach mal ab. Also erstmal schlafen wir, dann wählen wir einen Heilzauber aus. Und dann gucken wir da rein. Und schauen, ob wir es irgendwie so hinbekommen mit unserer Keule. Also dann, bis gleich.